Der FC Ingolstadt steht nach dem Absturz von der Bundesliga in die Drittklassigkeit binnen zweier Jahre vor einem radikalen Neuanfang. Wie dieser aussehen werde, ist laut Clubchef Peter Jagwert in der Schwebe, doch nach dem bitteren 2:3, 1:3 im Relegationsrückspiel gegen den SVW in Wiesbaden muss ein neuer Sportdirektor und womöglich ein neuer Trainer her. Zudem steht die Neubesetzung des Aufsichtsrates an. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Rose erklärt Spielidee bei Gladbach. Fußball, Champions League. Klopp mit Seitenhieb auf Guardiola. Fußball, Bundesliga. Hoeneß über die Chancen auf Sané. Fußball, Bundesliga. Pfiffe. Berthold nennt Bedingung. Fußball, Bundesliga. Elgert. Darum sollte FCB Sané holen. Die Namen von Dietmar Beiersdorfer und Heiko Herrlich geisterten schon vor dem Desaster am Dienstagabend durch Ingolstadt, doch ein derart prominentes Duo scheint in der 3. Liga, kaum denkbar. Oral hat sich in die Mannschaft verliebt, daher kann Thomas Oral auf ein Bleiben hoffen, obwohl die Rettermission des Trainers nach einem Zwischenhoch gescheitert ist. Ich bin ein Freund von ihm, sagte Jagwert, das muss er entscheiden, aber er wäre eine Option. Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Er habe sich in die Mannschaft verliebt, sagte Oral, seine Zukunft spiele aber erst einmal keine Rolle. Der Verein muss sich schütteln, muss sich neu aufstellen in vielen Bereichen. Ich kann den Verantwortlichen nur wünschen, dass sie jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Den Abstieg nannte der 46-Jährige brutal. Da gibt es viele Gründe, da ist vieles schiefgelaufen. Bildergalerie: Aufsteiger und Absteiger in Europa, Bundesliga, Liga 1, La Liga, Premier League und Co. 32 Bilder. Fans stehen treu zum Verein. Wenn man 4 Cheftrainer, einen Sportdirektor und einen Geschäftsführer verbrennt, sieht man, welche Probleme wir hatten, sagte Jagwert. Die Zeit drängt, der Saisonauftakt ist bereits am 19. Juli. Thomas Linke, der mit Oral als sportlich Verantwortlicher gekommen war, könnte in den Aufsichtsrat rücken, dessen Berater er ist. Auf die Fans kann der FCI beim Neuanfang bauen. Statt Beschimpfungen gab es Zuspruch vom Anhang, der skandierte: Einmal Schanzer, immer Schanzer. Let's block it's. Why?